electro, I will survive. When I'm out of ammo, I just let the rack go, I will survive. Even when I'm in Cherno, up in electro, I will survive. Gott hat's gekloppt. Dann würde ich sagen, ja, haben wir unseren ersten Einsatz heute, ne? Ich weiß, die werden ihn bekannt bekommen. Warte. Haben Sie irgendwelche Angaben zu den Personen? Wie Aussehen, Armband oder irgendwie sowas in der Art? Die üblichen Verdächtigen. Gar nichts. Da müssen haben Sie hier meinen Kollege fragen, weil der ist immer mit denen da rumgerannt. Ja, wer schießt denn immer? Wer wird denn immer als erstes verdächtigt, wenn in der Stadt geschossen wird? Kleiner Tipp, die wohnen unten am Fluss. Ja. Ben und Axel. Mhm. Vier Personen, ne? Kommt da ungefähr hin. Ja. Militärkleidung wahrscheinlich. Ja, ich weiß, wo der andere noch ist. Der andere, seinen Namen kenne ich nicht, aber... Ich weiß, wo der andere wohnt. Der Jack war auch dabei mit der Gruppe. Der Jack, der hier oben wohnt. Ja, der war ziemlich neu. Der hat auch bei dem Quatsch mitgemacht. Dieses Dach geklettert und so weiter. Aber haben die irgendwas gemacht, also mit der Waffe auf sie gezielt, sagen sie, oder? Die waren eine M4. Die hat der Marcel dabei. Mit der Waffe auf mich gezielt, mir ins Gesicht gezielt. Hat er eine Drohung gemacht? Also noch mit mündlich? War das eine Drohung? Ich würde sagen, ja. Schon eigentlich. In meinem Augen ist es schon alleine, wenn man mit einer Waffe auf einen Person zielt, schon eine Drohung. Ja, aber hat er noch verbal gedroht oder noch irgendwas? Ja, die haben eine ganze Zeit durcheinander geschwätzt und alles. Aber hatten die jetzt ein gewisses Anliegen oder eine Forderung oder irgendwas dergleichen? Nichts. Nee, nur einfach uns geckig machen und drohen und Scheiße bauen. Okay. Der Lidl. Oh. Ich brauch eigentlich nur nach meiner Aufregung zu gehen. Wie bist du hier reingekommen? Ich bin ein Schwerverbrecher, ich wurde festgenommen. Was hast du gemacht? Was hat denn der Lorenzo gemacht? Ich weiß. Mord. Dreifacher Mord. Was steht der hier vor? Ey, rein da jetzt wieder in die Zelle. Also. Er hat Loretta Sport geklaut. Ja. Wen hat er denn umgelegt? Und Tic-Tacs. Da lebenslänglich. Wenn er vom Arzt behandelt werden will, muss auch wie ein Mensch reden mit einem, wie Dreijährigen. Ja, ich werde ihm das so sagen, werde das den anderen Kollegen auch noch sagen. Und ja. Weil dann habe ich kein Problem, dann kann er gern kommen, Kollege, oder du selber zu mir kommen und auch reden einfach nur. Ihr könnt auch gern, wenn ihr was wissen wollt oder einfach nur mal schwitzen wollt. Mein Arztfach ist da hinten in der. Im Nachbarort in Kleinster. Ja, ich weiß, wir waren vorhin da. Ja. Und ja, dann einfach nur kommen, einzeln, mit 3-4 Leute gleichzeitig und vernünftig mit mir reden. Und nicht da, wie die Hampelmänner hier durch die Gegend hüpfen. Hier nebenan steht der Chief. Der kann mir auch zurecht geben. Wenn einer vor dir stehen würde, Herr Chief. Und würde während dem Gespräch die ganze Zeit lachen. Da würden sie sich bestimmt auch beruhigen und gehen. Ich höre sie leider nicht. War das einer der Herren, von denen Sie sprachen? Der Herr hatte mich was gefragt. Oder ich war eben da runtergegangen zu seinen Kollegen. Und sein Kollege hat die ganze Zeit gelacht während dem Gespräch. Jetzt habe ich einfach gesagt, die sollen einfach mal normal mit einem reden und nicht wie im Kindergarten. Da habe ich gesagt, sie würden sich auch rumdrehen, wenn vor ihnen einen stehen und würden die ganze Zeit lachen. Ja, das ist ein gutes Recht. Mich,
Ja. Genau. Ja, ein bisschen gucken. Auf jeden Fall, ich werde ihm das so sagen. Und ja, werde ihm den besten Weg dann ermitteln, den sie mir vorgeschlagen haben. Und, wenn er möchte, kann er auch nochmal persönlich mit mir sprechen. Aber bitte dann so wie ein Mensch und nicht wie ein Kind. Ja, dann kommen sie aber jetzt nochmal runter und dann können sie in den Weg. Ich glaube, die Herren, die wollen alle mit mir irgendwo hingehen. Oder waren sie eben wie die Affen auf meinem Kinderkrankenhaus rumgehüpft? Komm beteiligt. Wartet ihr hier? Seien Sie ehrlich, da wartet ihr Kollege da unten. Ja, ich glaube, etwas anderes gesagt. Seien Sie bitte ruhig. Da waren zwei Kollegen dabei, ja. 2 bis 3. Das muss doch nicht sein. Dann laufe ich extra von meinem Krankenhaus hier rüber in den Trainer und gehe zum Chief und zu den Kollegen und muss denen das sagen, dass die da hinfahren und euch stören. Weil ich keine Waffen habe. Ich helfe doch nur Menschen. Und wenn der Chief umfällt oder einer von den Polizisten, dann helfe ich natürlich. Aber wenn ihr Kindergarten macht, dann... Kann man mich mal bitte aufklären? Ja, drehe ich mich auch um. Wie ich gerade rausgefunden habe, die da unten stehen, wahrscheinlich, die da in der Ecke noch stehen, waren die eben, die auf dem Krankenhaus rumgehüpft sind. Wofür ich ja hier bin. Und suche gerade dem Herrn zu erklären, dem deinen Freunden da unten sagen soll, dass die da mal ein bisschen lassen sollen. Und die Menschen in das Krankenhaus treten sollen. Und nicht wie Kindergartenkinder. Kannst du ich dem hatte leider sagen? Kein Fernglas. Hat jemand von euch ein Fernglas dabei, dann kann ich eventuell ein bisschen looken. Den eventuell sagen. Ich komme gleich mal wieder. Ach, ja. Man muss einfach mal mit Menschen ruhig reden. Hilft es. Das hilft oft. Das ist das, was am besten wäre, ja. Aber eben konnte ich nicht mit denen reden. Weil die sind wie die Kängurus, sind die um das Haus gelaufen, auf das Haus gesprungen, runtergesprungen, Waffe ins Gesicht gehalten. Da konnte ich am besten mit denen reden. Also waren das die... Ich rede ja mit ihnen nochmal. Die... Ja, die zwei Leuten stehen auf jeden Fall. Der ist so, der hat so eine schwarze Jacke an. Eine. Und hat die... in der Brust vorne hat er die Pistole. Der war auf jeden Fall dabei. Okay. Möchten Sie jetzt Person, noch... Ja. Sie Chief, können Sie gerne weiter. Wenn er sich auf Deutsch gesagt gibt und vernünftig ist, natürlich keine Anzeige. Wir keinen okay. Stress haben. Und ja. Genau. Informieren Sie uns einfach, wenn wir da eingreifen sollen, falls Sie eine Anzeige erstatten möchten, dann ja. Nehmen gibt wir das es, auf. Gibt es zufällig eine Möglichkeit, wie man sie schneller alarmieren kann? Dass ich nicht dann von Minister hier hinlaufen muss und es die gibt, müssen dann darüber fahren, gehen. Ja, es gibt den Funk 110. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie den gesehen haben. Da, also einfach den Funkkanal 110 wählen und dann sind Sie direkt mit uns verbunden. Ah, gut. Gut, danke. Möchten Sie trotzdem mein Krankenhaus gucken? Ja. Es sind ja keine Schäden bei Ihnen entstanden, oder? Ja, oder wurden ihre Türen beschädigt, wurde versucht einzubrechen oder sonstiges? Ich weiß ja, über die Herren in der Zeit, die ich von da drüben hier bis nach Brenner gelaufen bin, weiß ich ja nicht, was die gemacht haben. Sollte das so sein, melden Sie sich nochmal bei uns. Dann schauen wir uns das nochmal an. Und dann werden wir was Ich würde mich freuen, wenn der Chief trotzdem vorbeiguckt. Weil so ein hohes Tier in meinem Haus. Hui!
Da kann ich endlich mal ein Bild aufhängen. Da kann ich richtig sagen, was richtig. Geil! Will ich Ivan mal raus. Natürlich hänge ich von Ihnen auch ein Bild auf. Aber in der Raum. Das fand ich schief lustig. Es gibt mir gerade hier echt irgendwie was komisch. Ich habe gerade echt komisches Gefühl, bin ich ganz ehrlich. Warum? Wegen dem. Der. Ja, guck mal, mit was. Also, mit was für Leuten jetzt gerade. Das waren eigentlich die Leute, gegen die die ganze Hastik hatte. Hast doch. Jetzt auf einmal. Ist, das waren die Leute, die ihn verpfiffen haben. Und jetzt hängt er mit denen ab. Komisch. Das ist, versteht er aber nicht. Ja, nee. Gut, aber das ist nicht unsere Baustelle. Das zeigt halt nur, seine Schwäche. So, das bestätigt halt so meine Gedanken, die ich letzte Zeit über ihn hatte. Aber Jack, hättest du kurz eine Minute, dass du, der Chief und ich nochmal kurz einmal was persönlich besprechen? Ja. Da hinten läuft jemand ganz in weiß. Oder... Hallo? Chief, hätten Sie eine Sekunde? Ja, klar. Dem Jack, kurz was. Wir gehen mal weiter weg. Ja, hallo. Ja, geht. Pass aber auf, Virgo. Jack, du wolltest ja eigentlich auch zur Polizei, wenn ich mich nicht geirrt habe, oder? War das nicht der Fall bei dir? Beziehungsweise du wolltest gerne zum SEK, so wie ich das verstanden hatte. Hattest du ihm jetzt die Sprache verschlagen? Ich glaube, er hat kriegt ein bisschen schlecht Luft. Ja, das sieht mir auch ganz danach aus. Ja, der Zaunsprung war auch nicht von schlechten Eltern. Ja, okay. Da muss er direkt mal auf Toilette, glaube ich. Nee, ich wollte ihm mal ein bisschen ins Gewissen reden, mit was für Leuten er sich da abgibt. Hm. Und dass, wenn er wirklich zur Polizei wollte, dass er da mal sich dann mal genau überlegen wird, mit wem er da genau Freundschaften pflegt. Hm. Beziehungsweise, dass es natürlich nicht sehr förderlich dafür ist. Ja, wie gesagt, das muss halt jeder dann für sich wissen. Ja, nur mal ansprechen und dann sehen wir mal weiter. Ja. Mehr können wir ja auch nicht machen. Ja. Letzten Endes liegt die Entscheidung ja doch bei ihm. Aber nur, um ihm mal ein bisschen was ins Gewissen zu rufen. Ja, ich bin mir halt bei Lincoln halt noch ein bisschen unsicher, muss ich sagen. Ja, der Lincoln ist halt ein sehr, sehr weicher Kerl, sag ich mal. Was heißt weich? Ja. Er ist, hart er ist in ihm, aber er ist halt hat eine gute Seele und ja. Ihm tut das natürlich halt weh einigen Leuten. Ja, er ist emotional geleitet, sag ich mal so. Ihm ist Freundschaft wichtig und klar, jedem ist Freundschaft wichtig, aber er braucht das Zugehörigkeitsgefühl und das hat er bekommen bei bei den Orangen. Ja, Das Ding ist halt, er hat das ja nicht so mitbekommen. Beziehungsweise, ich war ja die meiste Zeit mit dem Comedy unterwegs. Und manchmal war es zu anstrengend einfach. Ich weiß genau, was du meinst. Ich war auch eine Weile mit ihm unterwegs. Ja, dann. Immer diese Jack kriegt wieder Luft. Gutes Zeichen. Ja. Jack? Warte mal kurz eine Minute. Bei mir muss man ein bisschen regenerieren. Ja, Jack, weswegen wir hier so zusammenstehen. Du hattest ja auch vor, eine gewisse, weiß nicht, SDK oder Polizeikarriere vielleicht zu starten. Wenn ich mich so noch erinnere, oder? Ist richtig? Also ich hatte mich hier beim SEK beworben. Ich habe ja den Chief hier selbst schon per Brieftaube meine Bewerbung geschrieben. Mhm. Aber ich habe jetzt ein bisschen mitgekriegt, was da alles abging. Zwischen den SEK-Chief. Und ja,
Ich habe auch jetzt aber vorhin gehört, wo die da unten standen, dass sie halt was Großes am Plan sind, also dass sie sich anscheinend zusammenschließen. Und von den Admiral, von denen ich erzählt hatte, dass die sich eventuell auch zusammentun. Mit den Orangen. Dass die auch. Die Orangen und die Roten. Zusammen und der Admiral-Typ oder was? Nee, weil die Sache, die wir eigentlich mit dir so besprechen wollten, ist, ob das dann der richtige Umgang für dich ist, wenn du halt doch gerne zum SEK oder zur Polizei möchtest. Nur um dir das mal ein bisschen so. Ja, ins Gewissen zu rufen, ein bisschen. Nebenbei danke für die Information. Ja, kann ich mich nur anschließen. Und ja, also wenn das tatsächlich so ist, dass sie sich für eine Beamtenlaufbahn... Warte mal kurz, bevor du kurz weiter redest. Ich habe gerade ein paar Probleme. Warte mal. Also hier Sprachprobleme, Ohrenprobleme. Was heißt, ja, pass auf, was heißt dein Freundeskreis? Also ich mache ja nichts mit denen, so, ne? Auch wenn ich mit denen ab und zu unterwegs bin. Eigentlich mache ich das hauptsächlich nur so als Detektiv, sage ich mal. Also ich sammle Informationen immer wieder von anderen, damit ich halt weiß, was die Leute so vorhaben, so, weißt du? Also ich würde mich da nicht mit einbinden. Ja, das Ding ist, wärst du ein Detektiv, der von uns eingesetzt wurde, ist ja alles okay, aber oder das, vom Chief eingesetzt wurde, aber wir kennen dich nicht, wir wissen nicht, ob du 100% hinter uns stehst, deswegen kannst du uns auch fehlleiten. Wenn du, ist nichts Böses gemeint, aber ist auch nicht, wir können halt niemanden trauen, der nicht bei uns dabei ist. Verstehst du das? Ja, ja. Ja, vor allem die Außenwirkung halt, ne? Also wenn die Leute halt sehen, dass du mit irgendwelchen, ich sag mal, Verbrechern umherziehst, dann gehörst du automatisch, stecken die dich mit in die Schublade, und wenn du dann als Cop rumläufst, nimmt dich keiner ernst und hält dich für korrupt. Ja, ich sag mal, der Dings hier, der Comery, der war sich ja eher am Überlegen, ob der sich die Nacht umlegt. Das ist er schon seit einer Woche. Tot. Also. Nein, also er ist öfters mal am Überlegen, ob er das alles für ihn noch Sinn macht. Also eigentlich können die mir da vertrauen, so, und auch als wir so noch hin und her gezogen sind, im noch guten Sinne, sag ich mal, und gegen die Banditos geschossen haben. Da war es ja auch so ähnlich da. Ja. Nee, wie gesagt, überleg dir das alles nochmal. Du kannst genau. Halt jederzeit. Mach dir mal ein paar Gedanken dazu. Vielleicht guckst du mal ein bisschen genauer auf die Leute, wie die so ticken, und entscheide dich einfach in Ruhe, wie du weitermachen willst. Ja, kein Problem. Eventuell werde ich dann mal Tage noch mal auf euch zukommen. Jo. Ich gucke mir das Ganze, also ich werde auch weiterhin eventuell mal so ein bisschen gucken, soweit es geht noch, was sie da halt für einen Plan haben. Würde mich dann für eine Seite entscheiden, also ich weiß eigentlich jetzt schon, welche Seite ich mich entscheide, also, aber wenn ich auf der Seite hingehe, dann also ja, die Seite ist halt Polizei, habe ich halt wirklich im Plan. Dann weiß ich ja, habe ich halt mehr Informationen, kann ich euch übergeben, und könnte dann eigentlich meinen Polizeidienst starten, mehr oder weniger. Und damit wir halt wissen, wie wir da vorgehen können. Und dann würde ich mich danach aber komplett auch von denen entfernen. Also halt nur noch mit Polizei zu tun haben.
Ja, nur noch mit Polizei. Das verlangt ja keiner. Ich meine, Freunde hat man, ne? Auch außerhalb der Polizei. Ja gut, Nur das sei das ausgeschlossen, aber. sollten halt nicht unbedingt welche sein, die gegen die Polizei arbeiten. Ja, ist schon klar. Naja, aber so hier der Steve und so habe ich ja kennengelernt, aber so der Loco und der Lincoln und die alle kenne ich auch. Sind eigentlich ja, ganz okay vom Charakter her. Also mit denen kann man sich auf jeden Fall unterhalten. Super, danke Jack für das Gespräch. Okay. Jo. Gehen wir mal wieder zurück Danke. zu den Genau, mal Piloten. schauen, was danach auf uns Wir sehen wartet uns. hier. Jo, ciao. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aua. Oh, kriegt er ein Was haben Pflaster? Sie? Oder? Haben Sie irgendwas gebrochen? Bluten Mein Sie? Bein ist gebrochen. Ich bin vom Dach geflogen. Ach, Ach hallo, da Herr habe ich Sie schon. Petkovic. So. Oh Gott, oh Dann Gott. kommen Sie bitte noch mal ins Krankenhaus. Ich brauche. Ja, aber es ist, glaube ich, nicht so gut, wenn ich jetzt laufe. Haben Sie Möglichkeiten, den Herr gerade zu meinem Krankenhaus zu bringen? Weil ich kein eigenes Auto habe. Sie haben keinen Krankenwagen. Ja, Nee, da werden wir das ich wohl. habe. Da werden wir das wohl mal übernehmen, ne? Weil Haben ich wir ein habe Auto? leider keinen Führerschein. Ich weiß nicht, ob der Loco da ist. Ja, der Loco ist noch nicht im Funk. Dann Ja, können wir ich. auch gleich Anzeige erstatten. Ja. Wie? Was ist denn passiert? Ich wurde von den drei unten verprügelt. Die haben mit einem Baseballschläger und Nägeln auf mich eingeschlagen, aber ich konnte noch Seite ausweichen. Jetzt ist mein Ohr kaputt, also es blutet. Können Sie gucken? Ja. Welche Ja. drei Leute waren das? Die sind weggefahren. Das sind James Comrie, Marcel Arendt und Ben. Die haben sie Die verprügelt, haben einfach Fahrrad so? begangen. Ich bin runtergegangen und dann hat Ben zu mir Na, gesagt, ich mach einen Happen drauf. gib mir eine Waffe, so für mich eine KA1. Und habe ich gesagt, die wirst du niemals sehen. Und dann hat er gesagt, du machst mich sauer. Und ich habe gesagt, okay, dann ist es so. Und dann hat er den Baseballschläger genommen und mit Nägeln und auf mich eingeschlagen. Und ich bin noch kurz ausgewichen. Ich hole mal eben ein Auto, ja? Ja, Habt ihr den müsste. Funk? Ja, ich bin noch. Achtung, Bürgermeister. Hallo. Ach, da oben wird ein Auto Hallöchen. gebraucht. Der Chief. Nicht der Der Bürgermeister. Arzt. Ja, wir sind da auf dem Weg hin. Ja. Ach, da sind die Herren. Machen Sie lang, mach langsam. Noch langsam, Langsam. ist gut. Komm, ich mach dir die Tür auf. Steigen Sie mal beide ein da, genau. Wir bringen Sie mal zum Krankenhaus. Und. Schenk ein, langsam. Pepe, willst du oder mitfahren oder keine Ahnung? Jetzt wäre sehr nett, dass ich mitfahre. Das Weil das Problem ist, wenn er beim Krankenhaus bin und ich stehe noch hier, das dauert ein bisschen. Ach, seid ihr mal zusammen unterwegs? Hey, Jeep kann auch gut fahren. Kratze Lack, da haben wir das Ich hab. Problem. Ey, ich Ach, Rennfahrer. komm. Bei manchen, wo ich mitgefahren bin, haben wir schon am Boden gehangen. Ich bin. Jetzt Ich mach habe das eine halt. Spezialausbildung. Haben Sie einen Führerschein? Führerschein? Wäre sinnvoll. Da der Führerschein hätte. Oh mein Gott, die Rasen. Wir sind Da ein kommt jemand. gefährliches Rennen. Da ist ein Ja, Feuerwehrmann wir rufen. gelaufen. Oh mein Gott, wir hätten Ja, gerade Feuerwehrmann überfahren. Da war ein Okay, Ki geholfen. Da ist eine Katze über die Straße gelaufen. Ja. Können Sie mir hier So. raushelfen vielleicht, bitte? Also, ja. Danke. Das ist echt nett von Geht Ihnen. das? Schafft ihr Danke das? auch. Kommen Sie Wo soll rein in ich das mich gute hinlegen? Stübchen. Gehen Sie in den Raum 2. Ich mache hier die Tür auf. Die liegen Ich nicht auf dem check. Boden. Bitte?
die Liege ist umgekippt. Oh. Scheiße. Ah, hier. Gehen wir hier rein. Legen Sie sich. Oh, hallo? Danke. Legen Sie sich schon mal da drauf. Ich komme sofort. Danke. Ja, hier meine drei Behandlungsräume. Hier habe ich meine ganzen Sachen. Können Sie gerne reinkommen. Aha. Mit Anziehsachen, Essen, was so die Leute eben brauchen. Momente. Alles okay, bei euch würde mich interessieren. Ja, einfach mal so braucht eben. Ja, das sieht auch schon mal ganz natürlich anständig aus. Und wenn Sie mal folgen. Natürlich, wenn der Abendsturm groß ist, gehen die Leute dann hier vorne in das Wartezimmer. Mhm. Können sich dann hier aufhalten. Die fahren die kurz ins Krankenhaus und kommen dann wieder. Ich kann die Tür schießen und die müssen dann alle vorne rein. Dem ganz kurzen Status weitergeben. Ja, ja, kein Problem. Hier. Dann sagt mir Bescheid, wenn ihr im Krankenhaus angekommen ist, Lincoln over. Jo, Dispatch für Lincoln. Wir sind im Krankenhaus angekommen. Alles ruhig und gut. Meldet mich, wenn wir hier wieder eine Abfahrt machen. Ja. Wir sind gerade. Wir sind gerade hier an einem Polizeirevier. Der Jaschka ist schon hier. Nur damit du Bescheid weißt. Danke. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Ich bin auch gleich wieder auf dem Weg. Ja, okay. Dann kann ein Kollege, der jetzt schlafen ist, hier vorne die Leute empfangen und direkt dann natürlich darüber in den Wachraum verfrachten. Und ich mach dann die Patienten. Achso, Sie sind der behandelnde Arzt und er ist sozusagen die Krankenschwester. Ich bin der Arzt. Ja, er ist so, weil ich nur einen Mitarbeiter hab, so alles in einem. Mein Sicherheitsdienst, der passt ein bisschen so auf. Ja. Und gleichzeitig assistiert ihr mir auch noch. Ah, okay. Ich dann mal perfekt irgendwelche Kamente brauche, dass ich dann nicht jedes Mal von Behandlungsraum 1. Ja, genau. Von Behandlungsraum 1 bis, da hinten hinlaufen muss und da den ganzen Tag. Ja, wunderbar. Genau. Dann der Patient wartet ja bestimmt schon. Wir ziehen mal wieder los, ne? Officer Paper? Alles gut? Oder muss er auch noch behandelt werden?